Wir haben Honig und verbranntes Brot. Und wir haben jetzt sowieso auch noch Brot hier. Und Apfelsaft. So, dann habe ich jetzt auch wieder alles voll. Und da gibt es noch Taschen. Was habe ich hier eigentlich noch? Rüstung plus 5. Das gibt plus 1. Was haben wir hier noch? Eine Art Glühwe. Was habe ich hier? Stahlwaffe plus 4 plus 5. Okay. Was haben wir hier? Wir haben nur 71 Ohren. Servierplatte, wir müssten auch mal Zeug verkaufen, glaube ich. Und extrem viel Krimskrams haben wir. Gott, dass uns das nicht überläuft. Was haben wir hier noch? Ah, verbrannte Papiere. Und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert. Bin mit nichts als meinem verfluchten Schwanz in den Händen nahe gestanden und hab umsonst gewartet. Ich dachte, die nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert, aber du... sag deinen gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber dass sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein. Was? Aber dass sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Klingt ja irgendwie. Was? PS sicher? Ah, dieses Einhorn, das kenne ich, ja, das habe ich leider nicht. Oder? Kommt es noch? Ich weiß es nicht. Okay, das habe ich schon gelesen. Ja, dann interessant. Dann machen wir erstmal weiter. Flieh und Stachelbeeren. Greifenauftrag können wir erst machen. Okay, also wir müssen jetzt den Greif machen. Dann machen wir jetzt den Greif. Dann tauchen wir mal. Ah, ich habe auch eine Sauerstoffanzeige. Das ist ja schon mal gut. Schnell schwimmen können wir auch. Dann nehmen wir gleich mal mehr. Falls wir wieder mal einen Greif erledigen müssen. Das wird ja sicherlich hier noch öfters passieren. Ich finde es lustig übrigens, das kann ich einmal kurz anmerken, dass wir in The Witcher, ja, das die erste Zeit, also diese Greifenjagd, ist ja genau das, was wir auch auftauchen. B. Gott. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Vesemir reden. Okay, achso, das zeigt mir an, dass da unten ist. Okay. Ja, also. Was soll ich erzählen? Genau, ich finde es interessant, dass wir in The Witcher genau diese Mission spielen, die wir auch in der Beta spielen mussten, sollten wir immer. Los, lauf! Weil die erste Mission ist eigentlich meistens das vom
Programmieren her, was dann, oder vom Design her, was dann eher so gegen Ende der Spielentwicklung macht. Die mittleren Missionen, also so im, so in der Mitte ungefähr, der Hauptquest, das sind die eigentlich, die man zuerst programmiert, weil da fällt es halt nicht so auf, wenn das. Langsam. Soll ich hier hin? Ja, ich glaube schon. Da fällt es nicht so auf, wenn man da irgendwie Bugs drin hat. Es wäre schlimm, wenn gleich in der ersten Mission Bugs wäre. Deswegen finde ich das schon mal sehr interessant hier. Mit dem kann ich mal reden. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Ah, schon mal sehr interessant. Kann der mir was anfertigen? Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Interessant. Ach ja, man muss ja... Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das noch... Oh mein Gott. Immer dieses Crafting-System. Ah. Lederstücke. Interessant. Achso, ja, vielleicht soll ich erstmal schauen, was ich überhaupt alles herstellen kann. Bevor ich überhaupt... Oh, ich kann auch Sachen reparieren. Ich sage, greife ich mal alles durch. Ach du Kacke. Oder auch nicht. Ach guck mal, hier habe ich, hier kann ich eine Rune einbringen. Zerlegen, handeln. So. Gehen wir alles durch. Vielleicht will er ja noch was haben. Ich will das immer alles behalten. Ich glaube, ich werde auch nur hier die Sachen und die Ausrüstung verkaufen. Das können wir auf jeden Fall mal verkaufen. Es gibt nur 9. Okay. Ja, keine Ahnung, dann... muss ich halt noch damit warten. Und werden wir jetzt noch so ein paar Sachen verkaufen. Huch.
Dieses Ding hier ist nämlich, habe ich gerade gesehen, deutlich schlechter als das andere. Und die Jägerstiefel auch, werden jetzt zumindest angezeigt. Jägerhose auch. Preis 31, wie viel darf ich noch? Stehen, wie viele Münzen ich habe? Da steht doch 394, nicht? Achso, das. Ah, das sind die vom anderen. Hä, hä, hä. Okay. Leb wohl. So, jetzt gucke ich mal. Es gibt einen Schaden weniger, aber... Meistergegenstand. Plus 2% kritische Trefferchance. Okay. Ich Chance auf Verbrennen. Dann verbrennt jetzt mein Stahlwerfer. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und die kritischen, das Ding werde ich dann mal. Das Langschwert werde ich dann mal verkaufen, glaube ich. Ein wiederkehrender Kunde. Ja. Zeig mir deine Waren. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Und dann werden wir mal dieses Ding noch verkaufen. Gibt nur 8. Ist ein bisschen wenig, ne? Was habe ich denn hier eigentlich noch, was man hier kaufen kann? Wäre auch mal ganz interessant. Fährtenleserstiefel. Ui. Ich kann ja eigentlich Sachen selber herstellen. Ich muss mich da noch erkundigen und ein bisschen durchlesen. Das mache ich bei euch mal alles offline. Oder ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Schreibt mal in die Kommentare, soll ich das... Willst du Ärger? Halt mal die Klappe. Soll ich das offline durchlesen alles oder im Spiel machen? Weil ich meine, im Endeffekt wird es wahrscheinlich sowieso so... Oh, jetzt muss ich wieder viel lesen. Genau, wie in Skyrim sein, so saß ich die ganze Zeit plapper und da und das wird ziemlich lang und ruhig, das Spiel, und... egal. Ah, ich kann nicht mehr lesen. Kaiserliches Edikt Nummer 18-54. Hiermit sei kundgetan, dass ich auf Befehl des Führungsstabs seiner Kaiserlichen Majestät alle taugliche Männer aus Weißgrad in der Dorftaverne einfinden müssen, ein Schaufel oder Picke aus eigenem Beständnis mitzubringen. Die Felder aus Dorf sind mit Leichen übersät, und angesichts der warmen Witterung fürchtet der Führungsstab aus von solchen. Suche Flug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann ich hier uns einen Flug leihen? Ich habe meinen neuen dermaßen auf einen Stein gesetzt, der krumm und schief gebogen ist. Deserteur. Nö. Bruder, wo bist du? Mein Bruder, Bastion ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe anders zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt, wie so viele, wie man berechtigt sagen muss. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben, an der Seite unserer Eltern, anstatt den Leichen, ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der es schwer zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bestien zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche statt einer Straße nach Weißgarten auf, nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Uninteressantes Zeug. Naja. Also nichts Interessantes für Hexer. Das heißt, wir steigen auf Plätze und gehen mal unserem Auftrag nach, um Yennefer zu finden. Guck mal, das ist eine Truhe.
Ah, das ist meine Lagertruhe. Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Willst du jetzt Getreide klauen oder was? Hallo? Wolf? Ja? Was ist denn, Wolf? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Ich habe einen Vertrag für einen Greifhorn genommen. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte, wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja, dann Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Ich hätte jetzt ja... Achso, Trank herstellen. Bereite dich auf den Kampf gegen den Greifen vor, indem du den Trank Donner herstellst. Drücke hm, um das Spielmenü zu öffnen. Ich drücke hm. Trank erstellen. Navigiere zum Alchemiefenster. Dann machen wir jetzt mal unseren ersten Trank. Zutaten. Zum Beispiel eines Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten. Blaues Mutagen? Ja, dann machen wir erstmal. Blaues Mutagen. Hier findest du eine Beschreibung des Gegenstands, den du herstellen kannst. Okay. Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien unterteilt. Okay. Rezept auswählen, wählt das Rezept für den Trank Donner mit L aus. Donner. Okay, dafür habe ich jetzt alles. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Okay. Verwende LB und RB, um das Inventar zu öffnen. Keiner irgendwas, was mich heilt? Was macht das eigentlich? Erhöht die Angriffskraft? Beschleunigt die Regeneration, wenn Schaden erlitten wurde, setzt die Regeneration der Vitalität 2 Sekunden lang aus. Hebt eine Vergiftung sowie den Effekt anderer Tränke vollständig auf. Das ist schon mal nicht schlecht. Öle. Dann gehen wir mal hier rein. Du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Okay. Dann navigieren wir zu Tränke, wählen Donner. Oh. Ja, dann
kannst diesen Trank an vier Wänden drücken, um den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren, oder den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Was haben wir hier noch? Ausdauerregeneration. Okay. Dann sind wir jetzt durch.